Hallo Leute, heute bin ich mal wieder am Kaiserstuhl unterwegs. Für einen Sommertag ist es heute recht frisch, darum traue ich mich in dieses wärmste Gebirge Deutschlands. Ja, weil es eigentlich ganz angenehm ist und ich bin hier beim Naturschutzgebiet Büchsenberg. Na, irgendwo ist hier das Schild zu sehen. Da erscheint es. Das ist ein kleines Wäldchen an einem niedlichen Berg und den muss ich jetzt erstmal erklimmen. Und wenn man in die andere Richtung schaut, dann sieht man hier ein riesiges Solarkraftwerk, das entlang der Eisenbahnschienen gebaut ist. Aber da will ich nicht hin, sondern in die andere Richtung. Hier, rein in den Wald und rauf auf den Berg. Und ich hoffe, dass ich da viele interessante Pflanzen sehe und die werde ich euch natürlich zeigen. Überall wächst hier der Breitwegerich ganz üppig. Die Blätter sind schön saftig, was auch an dem vielen Regen liegt, den es dieses Jahr schon gab. Und der Breitwegerich ist der Bruder vom Spitzwegerich, was man schon am Namen erkennen kann. Und der Spitzwegerich gilt aber als heilkräftiger. Im Prinzip kann man den Breitwegerich ähnlich verwenden, also beispielsweise für Hautbeschwerden und so weiter. Aber in der Praxis wird er eigentlich kaum eingesetzt. Hier am Hang wächst überall der Gundermann. Das sind diese kleinen gekerbten Blätter. Und der ist jetzt in der Phase, wo er so am Boden entlang rankt. Im Frühling hat er Triebe, die nach oben gehen und blühen. Jo, und der Gundermann ist einerseits eine vielseitige Heilpflanze, aber ich nehme ihn eigentlich am allerliebsten, um mir einen Kräuterquark damit zu würzen. Und zwar sparsam dosiert, weil er einen recht intensiven Geschmack hat. Hier im lichten Wald blüht überall noch das Johanniskraut ganz wunderbar. Bei uns in der Ebene ist es schon längst verblüht. Aber hier ist es ein bisschen frischer und das merkt man dann auch gleich an verlängerten Blühzeiten. Das Johanniskraut kennen bestimmt ganz viele von euch. Es ist eine berühmte Heilpflanze, die auch in wissenschaftlichen Studien untersucht wurde. Und die Haupteinsatzgebiete vom Johanniskraut sind die Depressionen. Schon nach recht kurzer Strecke komme ich an einen kleinen Aussichtspunkt mit Tisch und Bank. Die sehen aber schon etwas verwittert aus. Der schönen Aussicht tut das jedoch keinen Abbruch. Ja, schaut doch mal, da sieht man Achkarren und hier hat man einen wunderbaren Blick über die Oberrheinebene. Da hinten sind die Vogesen und hier sieht man einen kleinen Weinberg und da hinten sieht man noch viel mehr Weinberge. Denn der Kaiserstuhl ist ja ganz berühmt für seine guten Weine. Und hier geht es für mich weiter mitten in den Wald rein. Hier wächst auch der Oregano ganz wild und blüht wunderschön. Das ist der gleiche Oregano wie bei uns im Garten. Nur, dass wir ihn im Garten mal ausgepflanzt haben. Und dann hat er sich breit gemacht und hier ist er ganz von selber gekommen. Oregano kennt ihr bestimmt alle von Pizza und anderen mediterranen Gerichten. Manche sagen auch Oregano. Und damit man den als Gewürz nutzen kann, ist es am besten, wenn man die kleinen Blättchen vor der Blüte erntet. Dann sind sie am geschmackreichsten. Hier geht es jetzt auf schmalem Pfad durchs Unterholz. Mal gucken, wo ich hier lande. Soweit ich mich erinnere, müsste das der richtige Weg sein. Aber er ist hier schon ziemlich zugewachsen mitten im Sommer. Ich
Wie gut, dass ich eine lange Hose anhabe. An vielen Stellen wächst hier auch der Blasenstrauch. Warum der so heißt, könnt ihr bestimmt hier ganz deutlich erkennen, denn die Schoten von dem Blasenstrauch sehen aus wie Blasen. Früher im Jahr hat er dann so kleine gelbe Blüten und dieser Busch ist ganz, ganz typisch für den Kaiserstuhl. Leider ist er nicht so extrem gut als Heilpflanze einzusetzen. Er sieht einfach cool und lustig aus und ich freue mich jedes Mal, wenn ich diese Blasenschoten sehe. Und ja, wie man schon an den Schoten erkennen kann und hier auch an den Blüten, ist er mit den Bohnen und Erbsen verwandt. Schaut mal, diese wunderschöne Distel, wie sie hier am Wegrand steht und in der Sonne leuchtet. Fokus hinkriegen, na komm. So, ist sie nicht prachtvoll? Den kleinen Gipfel habe ich jetzt überschritten und wir kommen jetzt hier raus in einen Bereich, wo man eine herrliche Aussicht hat. Erst natürlich über Weinberge. Ich genieße jetzt auf jeden Fall mal den Ausblick und lege hier eine kleine Pause ein. Jetzt geht es hier ein Stückchen zwischen den Weinreben durch, bis ich dann nach einer Weile wieder in den Wald komme. Ja, das hier auch ganz schön, da hat man diesen herrlichen weiten Blick und das genieße ich sehr. Die Weintrauben sind hier noch einige Monate von der Ernte entfernt, aber man kann sie hier schon deutlich sehen. Sie hängen ganz üppig hier an den Reben. Vielleicht werden die sogar noch ein bisschen ausgedünnt, um dann die Qualität zu verbessern. Aber das ist von Sorte zu Sorte und Weinberg zu Weinberg unterschiedlich. Hier blüht auch schon die kanadische Goldrute ganz üppig. Selbst im Wald habe ich hier schon vereinzelte davon gesehen. Gehen wir mal näher ran. So steht sie da, teilweise bis zu mannshoch und sie lockt die Insekten an. Hier zeige ich euch mal diese wunderschönen Blüten. Die kanadische Goldrute sollte man nicht mit der echten Goldrute verwechseln, die viel unspektakulärer aussieht und eigentlich nur noch selten in heimischen lichten Wäldern vorkommt. Ja, botanisch gesehen wird sie von den meisten hiesigen Botanikern eher mit Stirnrunzeln gesehen, weil sie als invasiver Neophyt gilt und sich an vielen Stellen sehr üppig breit macht. Und auch wenn sie wunderschön ist, ja, teilweise verdrängt sie andere heimische Pflanzen und das wird halt vom Botaniker nicht gerne gesehen. Ich mag sie trotzdem, weil es einfach eine wunderschöne Pflanze ist. Hier haben wir auch den Spitzwegerich mit seinen spitzen Blättern, darum heißt er auch Spitzwegerich. Der ist ja eine beliebte Heilpflanze, einerseits für Hautprobleme und andererseits auch gegen Husten. Und er sieht so unspektakulär aus, aber er kommt recht häufig vor. So, jetzt geht es durch den Wald wieder zu meinem Ausgangspunkt. Es war eine nette kleine Wanderung. Und obwohl es ein kühler Tag war, bin ich ziemlich durchgeschwitzt. Ja, im Sommer ist der Kaiserstuhl eine echte Herausforderung. Aber dafür kann man hier auch im Winter wandern. Und das macht den Kaiserstuhl wirklich wertvoll für mich als Wandergegend. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.